Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 6. Juli. Es grüßt wieder Christian Kammerer und wir schauen natürlich, wie es die Headline verspricht, auf den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Das Major FX Pair nach dem Euro gegenüber dem US-Dollar hier sehr, sehr wichtig im Kontext der internationalen Handelsbeziehungen, internationalen Währungsgepflogenheiten. Yen ja hier bekannt natürlich als Fluchtwährung, gerade in Krisenzeiten. Und natürlich hier der US-Dollar im Kontext dessen, dass man sich immer die Frage stellt, wohin hier denn die Reise geht in Sachen der US-amerikanischen Notenbank Fed. Und die Zinswende als solche ist ja bekannt. Genau jenes eben auch, was hier in Japan stattfand mit Shinzo Abe, den Regierungswechsel und den Abenomics hier im Jahr 2012 auf 2013. Diese massive Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem japanischen Yen hier im Monatschart zu sehen, rührte natürlich daher, dass hier die sowohl die finanzpolitische als auch natürlich generell politische Ausrichtung in Japan hier ganz klar weiter auf Inflation getrimmt war und wurde und natürlich hier eine Abwertung des Yens fokussiert wurde, der jetzt hier ja über zunächst erstmal auf 2 Jahrzehnte gesehen generell abwertete. Doch schauen Sie sich das mal an. Der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen hier mit Beginn oder Ende des Bretton Woods-Systems hier vielmehr während der letzten Jahrzehnte. Man sieht hier natürlich eine ganz klare Schwäche des US-Dollars gegenüber dem japanischen Yen, eine übergeordnete Abwertungsphase, die sich hier seit Jahrzehnten hinzieht. Und interessant eben hierbei, dass es im Jahr 2010 sozusagen einen Durchbruch gab auf neue Tiefs. Und das, sag ich mal, Dilemma schon mehr als bekannt wurde und dann kam es eben zum Regierungswechsel, zum Umschwung, zur massiven Ankurbelung sozusagen der Finanzstimuli. Und ja, was die Japaner da machen, ist natürlich schon ferner liefen. Also die Staatsverschuldung und dergleichen schießt ja in exorbitante Höhen, aber das ist jetzt gar nicht Schwerpunkt der Sache. Tatsache, dieser Umschwung führte hier zu einer massiven Aufwertung und Schrägstrich Abwertung des japanischen Yens, welche sich aber hier insbesondere, und das ist hier charttechnisch sehr, sehr schön zu sehen, das stellen wir uns dann aber eben gleich auch nochmal im Monatschart an. Hier oben im Bereich 124, 125 Yen war dann eben Schluss an einem Hochpunkt, welches hier vor der Finanzmarktkrise markiert wurde. Charttechnisch hier eine Glanzleistung. Der Preis oder besser gesagt, das Währungspaar konnte hier nicht, der Preis des Währungspaares konnte hier nicht massiv weiter nach oben aufwerten und hat sich letztlich sozusagen jetzt wieder auf den Weg begeben, die übergeordnete Trendrichtung einzuschlagen. Das Riskante an diesem Spiel in Anführungszeichen ist eben nur das, dass das überhaupt nicht im Sinne der japanischen Notenbank ist. Diese übergeordnete Abwertungsphase, Schrägstrich Aufwertung des Yens ist nicht gewollt, nicht gewünscht. Und Tatsache ist, wenn das jetzt hier in Anführungszeichen so weitergehen sollte, wie das hier praktisch seit 2015 der Fall ist, seit Herbst 2015 insbesondere, dann hat die Regierung hier ganz klar ein Versagen an den Tag gelegt. Und das, was hier seit 13, 14, 15 und jetzt auch unlängst eben hier fokussiert wurde, wird sozusagen dahingefegt und das ist praktisch auch mit dem Scheitern der Regierungspolitik und auch Notenbankpolitik zu vergleichen. Und die Frage stellt sich eben hier, ob die Bank of Japan, japanische Politik hier tatsächlich sich den Marktkräften entgegenstemmen kann. Denn wenn Sie das Bild sehen, spricht das eine klare Sprache. Aber gehen wir nochmal hier auf die kürzere Zeitebene. Und da ist es so, wir hatten den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen schon länger im Fokus und hatten auch auf dem Weg nach unten, also gerade hier mit Aufgabe der Marke von 110, ein Szenario skizziert, auch im Devisenradar dargestellt, was hier Preisabgaben bis in den Bereich zur 100-Yen-Marke favorisieren ließe. Hatten ja auch hier den Brexit-Event im Juni, da ging es schon mal auf 98, 98. Und letztlich ist das hier eine sehr, sehr schmerzvolle Zone, die hier die japanische Notenbank nicht nur zu verbalen Interaktionen führen dürfte, sondern eben auch zu aktiven Interventionen, um hier praktisch den Markt wieder nach oben hebeln zu wollen. Und der Weg war ja, oder die Ansage war die, im Bereich von 100 Yen mal aufpassen, denn klar ist, der Abwärtsdruck ist da, aber wir haben hier auch seit einigen Monaten schon enorm starke Abgaben gesehen und die Gretchenfrage wird eben sein, ob es jetzt hier zu einem Durchbruch der 100 Yen-Marke kommt, zu einem massiven Durchbruch, gerade per der Wochen-Monatsschluss insbesondere, oder ob die Notenbank hier nochmal interveniert. Wir haben hier ein Unterstützungslevel. Das lässt sich auch sehr schön hier ableiten, wenn wir sogar bis ins Jahr 99-2000 zurückgehen. Das Level hier von rund 101,70
Also ein knappes Stückchen über der 100-Yen-Marke, gute 170 Pips. Das ist aber eine Zone, die hier in früheren Zeiten immer schon wieder auch für Interesse sorgte, beziehungsweise einerseits Stabilisierung, andererseits auch hier dann auch zunehmenden Druck darstellte. Das war hier auch sehr schön zu sehen im Jahr 2008. Da gab es hier praktisch so einen Kampf um die Marke von 100 und 171. Dann eine Erholungsbewegung, massiver Ausverkauf darunter, Pullback bis im Hoch bei 101,48 und dann eben die massive Abwertung auf ein neues Tief, was hier bei 75,58 markiert wurde. Und dann, wie gesagt, jetzt auch schon dargestellt, gab es eben hier die Intervention bzw. den massiven Regierungsumschwung. Tatsache ist, achten Sie mal drauf, was hier im Bereich der 100-Yen-Marke passiert. Wenn diese nachhaltig aufgegeben werden würde, dann hat die japanische Politik ein ganz klares Versagen an den Tag gelegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das kampflos machen. Insofern dürfte es hier ähnlich wie im Frühjahr 2014, im Sommer 2014, sicherlich jetzt hier in diesem Level heiß her oder sehr, sehr turbulent werden. Also große Ausschläge sind meines Erachtens hier definitiv einzukalkulieren. Aber eine technische Gegenreaktion will ich mal nicht ausschließen, dass diese zumindest unmittelbar bevorsteht, aufgrund dessen, dass die Marke von 100 Yen eben hier gerade aus Interessensgründen der japanischen Notenbank von Interesse ist. Jetzt gehen wir nochmal vom Monatschart in den Wochenchart. Und hier eben auch eine unlängste Einschätzung mit Aufgabe der Marke von 110, dass der Markt im Prinzip auch gerade hier das Widerstandslevel von 111 zur Schwäche neigen sollte. Hier ist die Zone, die ich darstellte, bereits damals hier im Rechteck praktisch, dass zwischen 100, ja, 106 Yen und 100 Yen glatt hier eine Zone ist. Und dieses Rechteck gilt weiterhin, wo ich meine, hier wird sich jetzt ein CS-Tau ziehen, ein zäher Kampf wird hier erfolgen, um praktisch die Vorherrschaft der Stärke der Notenbank oder der Marktkräfte hier unter Beweis zu stellen. Tatsache ist aber, und da müssen wir uns alle klar sein, es gab genug Beweise in der Vergangenheit, dass man sich langfristig, kleines jüngstes Beispiel, die SNB, also Schweizer Nationalbank, sich sicherlich nicht gegen die Marktkräfte stellen wird oder stellen kann, auch als Notenbank nicht. Dafür ist der Markt viel zu massiv, gerade der Devisenmarkt. Aber es wird interessant sein, wie denn hier auch international dann praktisch an einem Strang gezogen werden wird. Und das Level zwischen 100 und 106 Yen, denke ich, ist jetzt hier praktisch ein Gummiband. Das wird hier sicherlich wild umhergehen. Sollte es aber zu einer klaren Aufgabe kommen und hier insbesondere nochmal tiefst unter 98,98 Yen geben, dann sehen wir, wenn dieses Level fallen sollte, eigentlich relativ freien Fall nach unten. Wir machen mal hier die Unterstützung. Nächste Level wäre dann hier im Bereich 94 Yen. Ja, das lässt sich hier ableiten aus dieser kleinen Stauzone aus 2009, aus diesem Pullback aus 2010 und diesem Durchbruch 2013 inklusive Pullback. Das heißt, hier im Bereich von 94, knapp über 94 Yen, wäre dann die nächste Zielzone, wenn wir 100 Yen aufgeben, nochmal nach unten und insbesondere unter 98,98 fallen, dann sehe ich hier das Level um 94 Yen als nächstes. Aber trotz dessen, dass die Notenbank hier Einfluss halten wird oder sicherlich auch tun sollte aus ihrem Interesse, sehen wir hier auch die Saisonalität zum US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen mit Blick auf die nächsten 60 Tage bis in den September hinein. Und ja, was kann man dazu sagen? Selbst wenn es eine technische Gegenreaktion gibt, sowohl übergeordnet im Major-Trend als auch natürlich hier im kurzfristigen Trend stehen die Zeichen hier massiv weiter auf Short. Und genau das Gleiche haben wir auch in der Saisonalität gegeben. Das heißt, der Markt ist generell eigentlich wenig bullisch zu sehen. Temporäre Gegenbewegung, einen Kampf um die 100-Yen-Marke kann es geben, aber achten Sie darauf, wenn die 100-Yen-Marke nochmals aufgegeben werden würde, dann denke ich mir, kann das auch sehr, sehr schnell und massiv gehen. Und dann sind wir hier eben wirklich relativ zügig bei 94 Yen. Und dann denke ich mal, wird auch die japanische Notenbank mehr als Schweiß auf der Stirn haben und hier auch um internationale Freigabe ihrer dann wohl massiven Intervention bitten. Und dann darf man mal gespannt sein, was als nächstes aufgefahren wird. Letztlich ist es ja eine Situation, die sehr, sehr brenzlig scheint. Gerade auch sollten die Aktienmärkte weiter eine Korrektur begehen, dürfte das hier den Yen weiter beflügeln und hier infolgedessen eine weitere Abwertung des US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen zur Folge haben. Insofern sieht das mal alles noch nicht so rosig aus. Bodenbildung noch ferner liefen, außer die psychologische 100-Yen-Marke und das Level hier von 101,70 Yen ist eben hier eine wirkliche
Key Zone, und wenn die aufgegeben wird, dann kann es, wie gesagt, recht schnell nochmal 1000 bis 600 Pips nach unten gehen. Seien Sie gespannt, US-Dollar gegen Japanisch Yen, Intraday ein Fest aufgrund der Volatilität, aber mit Sicherheit auch unter Big Picture-Gesichtspunkten sehr, sehr interessant. Und insofern wäre ich heute schon durch, wenn Sie mögen. Nachher am Nachmittag das JFD-Devisenradar. Würde mich freuen, Sie da beim kostenfreien Webinar zur Beschau aller Devisenpaare, die denn da interessant sind, begrüßen zu dürfen. Und bis dahin sage ich ciao und auf bald.